Boss wants us to keep an eye out in case he tries. Dead to Rights Retribution ist ein gutes Beispiel dafür, dass Videospiele zum Glück nicht der Realität entsprechen. Jack Slade, der Held des Action-Titels, ist nämlich ein Polizist, dem man im echten Leben lieber nicht begegnen will. Warum das so ist, seht ihr hier. Der Kerl hat, sagen wir es mal so, gravierende Aggressionsprobleme. Fuck you! Aber im Grunde genommen ist das schon verständlich, denn seine Heimatstadt Grand City ist von der U-Bahn bis zu den Dächern der Wolkenkratzer vollgestopft mit skrupellosen Verbrechern. In der Haut von Jack räumt er also ordentlich unter dem Pack auf. Dazu benutzt er nicht nur zahlreiche Knarren, sondern auch seine Fäuste. Das Spielprinzip von Dead to Rights Retribution ist dabei eine kunterbunte Mischung aus allerlei bekannten Elementen. Im Nahkampf prügeln wir mit etlichen Kombos auf die Gegner ein, bis die Knochen knacken. Zum Abschluss können wir unserem Gegenüber auch mit einem heftigen Finishing-Move den Rest geben. Bewaffnete Feinde kann Jack im Handumdrehen von ihrer Wumme trennen und die Kanone dann gegen die überrumpelten Fieslinge einsetzen. Das ist nicht sehr nett, aber ungemein effektiv. Auch die Schusswechsel aus der Distanz kommen uns mehr als bekannt vor. Jack geht in Deckung, feuert blind auf die Gegner und, wie aus fast jedem Shooter bekannt, sind Treffer in den Kopf besonders schmerzhaft. Wird es mal brenzlig, können wir auch für begrenzte Zeit in die Bullet Time springen. Die Anzeige unten links zeigt uns dabei, wie lange wir noch in Zeitlupe unter den Feinden wüten können. Jack wird die meiste Zeit von seinem treuen Hund Shadow begleitet. Das Vieh ist aber alles andere als ein kuscheliges Haustier, sondern eher eine Killermaschine auf vier Pfoten. Per Knopfdruck können wir den Hund auf Feinde hetzen. Stehen wir mal ohne Waffe da, kann der nützliche Kläffer auch herumliegende Bleispritzen zu uns bringen. In einigen Abschnitten schlüpfen wir selbst in das Fell von Shadow. Als Vierbeiner sind wir zwar äußerst verwundbar, können aber auch die tierischen Instinkte des Hundes nutzen. Shadow kann die Gegner nämlich auch durch Wände wahrnehmen. So schleichen wir mit dem Wolfsmischling unbeobachtet durch die Levels und bringen unachtsame Verbrecher heimlich um die Ecke. Wie ihr hier sehen könnt, geht Shadow dabei nicht weniger brutal vor als sein Herrchen. Dead to Rights Retribution macht schon in der Vorschauversion ordentlich viel Spaß, eben wie ein stumpfer Actionfilm. Eine Zeit lang haben wir alle Möglichkeiten ausprobiert, wie wir mit Jack und Shadow die Verbrecher in Grand City bekämpfen können. Nach einigen Levels setzt aber leichte Ernüchterung ein, denn die Abläufe wiederholen sich andauernd. Wir hetzen von einem Schauplatz zum nächsten und entsorgen die Gegner zu Dutzenden. Ein bisschen mehr Abwechslung würde dem Titel gut tun, aber zumindest die Atmosphäre stimmt, die feinen Lichteffekte und der düstere Stil schaffen ein richtiges Film-Noir-Flair. Fuck you!